Beach Defender findet ihr für 7,99 € im App Store für die Quest. Gleich gilt es, meinen Strand zu verteidigen, mieten Geschützturm, den ich upgraden kann. Soldaten kommen auf mich zu, Panzer, Helikopter, das hört sich alles mega an. Hat mal 20 € gekostet und wurde jetzt auf 8 € reduziert. Ob die 8 € angebracht sind, das habe ich mir natürlich jetzt für euch angeschaut. Ja Leute, ich bin im Beach Defender, Tower Defense und der erste Eindruck, okay, es flimmert ein bisschen. Ja, es hat Indie App Lab Charme, das muss man sagen. Turnaround, ja gut, dass das hinter mir steht, hätte ich das nicht gewusst. Und okay, also der erste Eindruck so ein bisschen ernüchternd. Das Ding hat mal 20 € gekostet, wurde jetzt reduziert auf 8 €. Ich habe vor, glaube ich, 3-4 Monaten mal nach einem Key angefragt, nie was gehört und jetzt auf einmal, zack, hatte ich dann doch eine E-Mail bekommen. Dann schaue ich natürlich rein, keine Frage, ne? So, was haben wir? New Game, Load Game, Options, Basic Training. Wenn man das mal Options. So, Musik möchte ich natürlich haben. Gut, dass sie nicht ausgeht. Blut möchte ich haben. Presents, okay. Erase all data back. Mehr ist nicht drin. Basic Training, New Game. Wir machen mal New Game. Ich hoffe, dass das Ganze hier erklärt wird. Select a Save Profile. Also ihr habt 3 Save Slots. Schon mal ganz cool. So, was haben wir? Select your Designation, Bataillon, Sailor, Amphibious Corps, Space Guard, Airbound. Da soll irgendwas von 7 Stränden habe ich, aber wir fangen ja einfach hier vorne mal an. Ne? So, would you like to take the basic training? Ja, mach mal. So, jetzt kommt dann doch das Training. Das lädt unheimlich schnell, ne? Okay, ich schlafe eine Runde jetzt. Okay, es geht doch los. Welcome, Cadet. Okay, schön ist anders. Aber okay, ich habe nicht aufgepasst. Okay, das ist meine Waffe. Look around you are controlling this gun. This is your weapon. Use it wisely. Mache ich. Okay, das ist meine Knarre. Oder mal. To move the gun around, squeeze both grips at the same time. No, you try. Was soll ich machen? Hä? Achso, jetzt? Ah, jetzt kann ich. Okay. So, jetzt kann ich das ganze Ding so ein bisschen lenken. Ne? Okay, progress. Okay. Shoot your machine guns, hold down the trigger buttons. Now, try to hit that target. Okay, soll ich das Target da erschießen? Aber das ist optisch echt nicht schön, ne? Also, jetzt kann ich das hier so ein bisschen bewegen. Well done. Okay, das war aber irgendwie so Auto-Aim, oder? Machine gun bullets, but they do have to be reloaded. Okay, wie reloaded? Press down on both thumbsticks to reload both guns. Now, you try reloading. Okay, Gun Heal sehe ich hier, aber da muss ich mir schon ganz schön in den Nacken hier verrenken, ne? Hä? Achso, muss ich festhalten. Understand that you will not start with every weapon, but let's make sure you know how to use each one properly. To fire your main cannon, press and hold the A button. That's the primary button on your right controller. Ja, das weiß ich. Okay, Leute, ich bin echt ein bisschen unterwältigt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, ich habe nach einem Key angefragt, ich muss durch, ne? Okay, ich kann das auch festhalten, guck mal. Ich sollte auch dabei ein bisschen lenken, ne? Okay, jetzt geht's. Ja, ich habe es geschafft. Looks like... Next up is your mortar cannon. Okay, Motor kennen habe ich auch. Du feuerst X-Button. Primary Button on your left controller, ja. The mortar cannon works particularly well for destroying buildings and heavy artillery. Okay. Now, take out those targets using your mortar cannon. Ja, mache ich. So, wir lenken wieder so ein bisschen, ne? Aber mit hoch und runter, das muss ich das so kippen oder was? Also, oh, guck mal, Leute, ich will jetzt keine blöden Kommentare hören von euch, ne, was ich hier für ein Rohr habe. So, scheiße, was soll ich? Ach, X. Wow, das Ding macht richtig Wumms, also mein Rohr macht Wumms, okay. The next is your rocket launcher. Das habe ich auch noch. Fire it, press the Y button. That's the second button on your left controller. Mein Rohr ist im Weg die ganze Zeit, ich kann das nicht lesen. Na, okay. Rockets will not lock on to anything Now, destroy those targets. Ich muss dem Video ein 18er Siegel geben, glaube ich hier. So.
okay, der kann ich auch sonst wohin schießen? Nee. Okay, also ein bisschen zielen muss man schon. Ey. Trefft das Ding nicht. Ihr trefft doch mal. Ach, ich soll das Ziel treffen, gar nicht den komischen Berg da, ne? Zack. Ja, den Baum da. Ja, man kann es nicht so ganz unterscheiden, was ist Baum, was ist egal. Press and hold the B button. That's the secondary button on your right controller. Grenades are very effective against large groups. Das habe ich mir alles leicht gemerkt im Spiel. Welche Waffe für was? Ich knatter einfach mit allem rum. Okay. Also B festhalten und dann loslassen und dann schießt das Ding, ne? Ah, guck mal, kann ich jetzt hier lenken? Ich habe doch noch gar nicht losgelassen. Wie lenkt man das? Also mit dem Kopf dann? Oder? Tatsächlich, das mache ich dann mit dem Kopf. Ach so, ich muss nur die Grifftasten festhalten und dann lenke ich das Ganze hier mit dem Kopf. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe losgelassen. Es macht aber nicht Bumm. Ah, jetzt. Ruf. Okay. Was denn? Hold up on the left thumbstick. Keep an eye on that list closely. It's all you got. Wo ist denn der linke Thumbstick? Das wurde mir jetzt gar nicht gesagt. Du hättest sagen müssen, setz unser left controller. The left thumbstick. So, progress. Gun heals. Da sehe ich, was ich alles habe. Okay. Very good. And congratulations. You just passed basic training. Ja, gibt's noch anderes Training? Now it's time for you to get to work. Good luck. Ja, danke. Okay, good luck. Los geht's. So, Weapons sind Armor, Towers und Defense. Start Level, Level 1, Main Menu. So, was habe ich? Machine Gun. Das ist alles gesperrt hier. Ach, das kann man jetzt upgraden, wenn man möchte. So, ich habe gar keine... Doch, 1000, ne? Faster Shooting, Stronger Rounds, Bigger Clips. Machen wir hier, dass ich mir... Boah, guck mal, was ich da alles upgraden kann. Boah, das ist aber ganz schön eine Menge, ne? Das ist alles, wie gesagt, gesperrt. Machine Gun habe ich nur. Towers und Defensive Towers. Ich kann 5 Towers noch setzen, die mich unterstützen. Das kostet alles Geld, was ich nicht habe. Also habe ich jetzt nur das eine Ding hier oder was? Dann mach mal. So, Loading. Ich kann wieder schlafen. Ja, was willst du denn da so lange? Okay, so. Mit dem Kopf bewegen. Damit kann ich nicht schießen. Okay, ah, ich schieße hier mit meinem... Okay. Okay, ich nicke und sie sterben. Nicki, Nicki, Sterbi. Was ist das denn? So, nachgelangt. Was reload? Ich hab reloaded. Ich mach das die ganze Zeit. Ich treff nichts. Achso, jetzt, okay. Was denn? Die sind unter mir. Ich reloade doch hier. So, jetzt. Schieße ich denn? Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Reload, reload. Okay, den Zampf nach hinten ziehen, nicht drücken. Okay, ich habe wieder alles missverstanden. So, jetzt fluppt er so lange, ne? Mit dem Kopf aber zielen ist ein bisschen komisch, ne? Ihr müsst den Thumbstick nach hinten ziehen, nicht drücken. Ich hab's wieder verdaddelt. Also ich lasse den Trigger gar nicht mehr los, ich baller einfach. Ich zieh zwischendurch mal den Thumb nach hinten, dann lädt er nach. So, reload, reload. Habe ich es geschafft? Ja, ich habe gewonnen. Yeah! Guck mal, funktioniert sogar noch halbwegs, ne? So. Ich kriege 9000 Enemy-Bonus, Health-Bonus. Aber man kriegt eine Menge Geld, ne? Kann ich direkt hier alles upgraden. Final Grade F. F wie fein. Hast du fein gemacht. So. Das ist immer noch gesperrt, ne? Okay. 5000 brauche ich, das ist egal. So, da machen wir mehr Damage, ne? Das macht Sinn. Wir machen mal schneller schießen und mehr Clips da rein. Das heißt, wenn ich so oft reload.
So, dann machen wir ein bisschen mehr da, ein bisschen da. Also es geht doch noch relativ schnell hier, ne, mit dem Upgraden. So, mehr habe ich nicht. So, ach so, Türme konnte ich ja auch noch kaufen, ne? Habe ich jetzt gepennt, ne? 5000, okay. Okay. Okay, ist egal. Wir machen jetzt erstmal Level 2 wieder mit der Machine Gun. Und er lädt wieder. Er lädt ein bisschen schneller, ne? Ist jetzt direkt bei 8%, oder? Ich weiß nicht, warum das Ding so lange lädt. Aber die Soldaten müssen erstmal kommen, ne? So. Also ich kann die ganze Zeit nachladen, obwohl. So, wie sehe ich das überhaupt? Machine Gun 124 Clips. Okay, da geht's schon los. Hat das schon Zombie, ne? So. Mach sie alle nieder. Muss man sowas haben? Ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist es noch relativ unspektakulär. Ey! Da ist eine Geschenkekiste. Ich will die Geschenkekiste. Warum ist die jetzt kaputt gegangen? Ey, was schießt du hier vor meiner Base hier? Geh mal weg da, du. Das ist aber nicht kompliziert, das ist schon sehr, sehr komisch, ne? Ich kann über den Baum erschießen, wenn ich möchte. Das mache ich aber nicht. Der Baum hat mir nichts getan. Ich weiß gar nicht. Ah, kein. Wo kommen die denn hier alle da? Ja, ich weiß nicht, Leute. Also 20 Euro hat es mal gekostet. Da würde ich direkt sagen, Finger weg. 8 Euro jetzt, ja, ich weiß nicht, also. Oh, da kommt ein Panzer. Ich habe aber hier kein anderes Geschoss. Was schießt denn der so dicke Dinger? So, er geht aber kaputt, ne? So, ich krieg kaputt hier, komm. Das ist doch scheiße, direkt zweiten Level so einen dicken Panzer hier. Und ich habe hier nur so eine Maschinenhaubitze hier. Was soll denn das? Ey! Ich hab's aber geschafft. So, auch wenn du mich reingefahren bist, du kleiner blöder Panzer. So, 11.000. Ich muss mir was Neues freischalten, sonst geht das hier nicht. Ich merke das schon. Ja, wir machen jetzt mal eine Main Cannon. Zack, die habe ich jetzt auch. Und wir haben noch ein bisschen Kohle, ne? More Ammo. Ja, machen wir hier. Das ist sehr cool. Mehr Damage. So. Und das. Okay. So, ich würde sagen, so, dann probieren wir es. Was war denn? Was muss ich denn da drücken? Ich weiß das nicht mehr. Egal. Probieren wir aus, ne? Ja, ich weiß nicht. Holt euch das ab. Ich bin jetzt noch nicht so ganz, ganz ehrlich. Es sind 70 Level übrigens, ne? Boah, jetzt habe ich wieder mein dickes Rohr. Das ist sehr cool. Okay, die Puppen machen wir am besten hier mit der Maschinengewehr. Ne? Macht Sinn. So. Dumm. Ich schieße einfach immer mit alles, was ich habe. So, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe den Himmel grün gemacht. Ich habe jetzt so ein Power-Up hier, guck mal. Mein Rohr gibt jetzt alles. Mein Rohr ist gepower-up. Ich verschieße hier alles. Nuclear Winter. Nuclear Winter. Super Machine Guns habe ich. Achso, mein Rohr ist gar nicht abgegradet. Nur meine Machine Gun. Okay. Oh. Okay, zack. Also langsam kriege ich hier so einen Dreh für das Ding, ne? Ja, zack. Flieh.
Ja, ich weiß nicht, okay, da ist der Panzer. Okay, mit dieser dicken Haubitze geht er natürlich schneller kaputt. Guck mal, wie die fliegen da, das ist cool. Aber wir sind noch ein bisschen Action hier. Ich habe keine Knalldinger hier mehr. Was ist das denn? Sind die auch? Die sind limitiert oder was? Ich lade doch wieder. So. Main Cannon 0. Was soll das denn? Level complete. Ja, aber ich habe gut gespielt. Ne? Jetzt kriege ich ganz viel Kohle. Hier, guck mal, 12.000. Muss ich das Ding jetzt wieder freischalten? Zweite Mal oder was? Ich dachte, das habe ich jetzt die ganze Zeit. Hier habe ich doch Main Cannon. Achso, ich starte dann nur mit diesen 103 und dann ist Ende im Gelände oder was? Was soll das denn? Dann machen wir hier mehr. 155, Upgrade completed. Aber ich will ja noch eine andere Knarre hier. Was ist das hier? 5.000. Mach mal so, zack. Start with 3. Da habe ich nur 3 Stück von. Das ist doch scheiße. So, mit 7. Stronger Rounds, mehr Damage. Faster Reload Time. So, was haben wir hier? Machine Gun. Kann ich nichts mehr machen. Okay, so machen wir das mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Mortar ging jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, komm, einen machen wir noch. Und dann wisst ihr, wie es geht. Ne? Also ihr seht die ganzen Main-Waffen, die ihr noch freischalten könnt. Ihr könnt alles upgraden. So. So, direkt die ganze Bagage hier weggeknallt. Schön in Reihe kommen sie. So, was war jetzt der Mortar? Was ist das denn? Was ist das denn nicht? So, jetzt aber. Okay, das war der Mortar, das ist ja geil, oder? Komm, da kommt wieder so ein Heli. Okay, das hat es voll gebracht jetzt. Okay, kann man noch in der Luft erschießen. Zack. Wuff. Da fallen sie alle. Wie die fliegen. Aber das holt mich nicht ab, Leute. Das ist irgendwie stumpf, ne? Oh. Nee, also das ist irgendwie ist das nichts, ne? Das sieht auch optisch jetzt irgendwie wirklich schön aus. Was wollt ihr denn? Mein Gott, ne, seid ihr stumpf. Wenn ihr wenigstens mal ein bisschen verstecken würdet oder so, ne? Was das? Hab ich's geschafft? So, geschafft. Yeah, spektakulär. Das einzige Spektakuläre hier ist mein Rohr, ey. Okay. So, 100% habe ich geschafft. Alle abgemurkst hier. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ich will jetzt mal nochmal so einen Tower hier mitnehmen, ne? Tower Slot 1. Eine Wall, ein Gun Tower, wir wollen hier richtig was mitnehmen. Komm, nehmen wir so eine AAA Gun, nehmen wir jetzt hier mal mit. Cell Tower, okay. Und, ja, geht nur einer. Okay, so was kann man denn jetzt hier noch kaufen? 5000, Rocket Launcher nehme ich auch mit. Ich nehme alles mit hier, so. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Aber spektakulär ist echt anders, Leute. Was ich mir wieder für euch angucken muss, ne? So, da ist mein Rocket Launcher jetzt hier, ne, an der Seite. Wieso steht denn der eine da unten? Achso, das ist mein Turm, der mich unterstützt. Okay, ich hab's verstanden. Das ist der Rocket Launcher. Juhu! Das wäre mal ein bisschen lustig, wenn die in die Gegend fliegen, ne? Zack! Ist ja voll toll, wie mein... komischer, sag mal schnell, Turm mich hier unterstützt, außer gar nicht.
Ja. Super Machine Gun hier. Super Machine Gun. So, fertig. Aufgeräumt. Hallo? Da trauen sich noch welche. Gegen mein Ohr. Habt ihr davon? Okay. So, nachladen. Natürlich. Oh Leute, das ist so stumpf, ne? Fertig. Ich habe den Krieg gewonnen. Da trauen sich nur wieder welche. Oh, nachladen. Oh, die sind schon mal weg. Die sind auch weg. So, zack. Was machen die denn da? So. Zack. Zack. Jetzt habe ich aber den Krieg gewonnen endlich, oder? Hallo? Jawohl, ich habe den Krieg gewonnen. Ja, Level 5. Also es sind 70 Level. 65 kommen da noch hinten dran. Die könnt ihr euch gerne für 8 Euro dann ja selber freispielen, wenn ihr gerne möchtet. Ne? So, das ist, ja, Tower Defense, Beach Defender, keine Ahnung. Beach Defender, so hieß es. Ja, okay, für 8 Euro will ich jetzt nicht ganz so hart sein, aber 20 Euro, wie es am Anfang gekostet hat, ist natürlich viel zu viel. Gut, Leute, ich würde sagen, ihr bleibt noch ganz kurz dran. Bis zum, ihr wisst schon, Fazit. Ja, was soll ich zu diesem Spiel jetzt sagen? Erstmal, es wurde reduziert von 20 Euro auf 8 Euro. Das war natürlich schon mal ein cooler Zug vom Entwickler. Aber selbst die 8 Euro sehe ich mehr als kritisch. Es sieht einfach nicht schön aus. Ja, das muss man so sagen. Es ist AppLab, alles gut. Aber auch da erwartet man natürlich so eine gewisse grafische Qualität, die hier einfach nicht vorhanden ist. Das Spiel selber mit dem Geschützturm, den man upgraden kann, mit den verschiedenen Kanonen an Bord und so weiter, das ist gar nicht so schlecht, ja. Auch den Strand zu verteidigen, die verschiedenen Gegner, die auf einen zukommen, Panzer, Helikopter, Soldaten habe ich jetzt gesehen, ja. Es gibt diese Bonuskiste oben am Himmel, da ist alles drin, das ist auch okay, aber das muss grafisch wenigstens so ein bisschen ansprechend sein. Und gerade wenn ich so einen Shooter habe, wo ich nur auf der Stelle stehe, da müsste eigentlich viel, viel mehr drin sein, ja. Okay, ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr Spaß mit diesem Video hattet. Ich hatte damals nach einem Key angefragt, habe jetzt nach, was ist das, 3-4 Monaten gefühlt, einen bekommen. Dann schaue ich natürlich rein. Aber ich kann es leider in dem Zustand soweit nicht empfehlen, weil es wirklich viel, viel bessere Alternativen gibt, die vielleicht auch 1-2 Euro mehr kosten. Aber sie sind definitiv dann einfach besser. Wie gesagt, vom Umfang 70 Level, wenn ihr euch das gerne ja antun möchtet, dann holt euch das. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine Menge drin, ne? Vom Content, so möchte ich mal sagen. Nur halt der Content sieht nicht schön aus. Okay Leute, eure Meinung zu diesem Spiel, ich bin gespannt. Schreibt das mal alles hier unten in die Kommentare, werde ich mir natürlich alles durchlesen und natürlich auch alles beantworten. Da möchte ich auch noch gerne auf unseren Discord-Server einladen. Den Link zu unserem Discord findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Einfach draufdrücken, schon seid ihr da. Und ihr findet dann eine große, schillige We Are Community. Wir freuen uns schon auf euch. So, und jetzt, ja, viel Spaß mit dem Spiel, falls ihr euch das kaufen solltet. Ja, wie ich immer zum Schluss beim Video sage. Aber okay, sei es drum. Beim nächsten Video sehen wir uns hoffentlich wieder.